Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eloa und zwar Part 2 von den 10 und bis jetzt, wie gesagt, ich habe einen sehr, sehr positiven Eindruck auf das Spiel. Ich bin mal gespannt, wie das noch wird. Und hier haben wir Chase Talk with Lionel at the Forest of Alucination. Okay, wir müssen zum Forest. Oh, da sind ein paar Gegner. Die werden wir erstmal plättern. So. Und bam, erstmal unseren Skill benutzen. Hier ist ein Riesentyp, aber die sind alle nichts gegen uns. Nichts. Sie können nichts gegen uns machen. Und wir nehmen erstmal unsere Schwerter. Und dann können wir eigentlich diese Doppelschwerter, die wir bekommen, haben, ausrüsten. Ja, haben wir jetzt gemacht. Okay, wir haben die Doppelschwerter ausgerüstet. Ich weiß nicht, ob die stärker waren. Aber ja, das ist sogar gleich klein. Okay, also wir sind, glaube ich, mal noch in der Quest. In dem Tutorial oder wie es war. Ich muss jetzt bloß in dem letzten Part ist abbrechen, also hier beenden, weil wir schon viel zu lang aufgenommen haben. Ich will eigentlich wollte ich die Parts kurz halten, aber naja, okay. Ohne Counter-Attack. So, naja, gut, stimmt, wir haben jetzt erstmal das Schwert bekommen. Und jetzt, once you find, will arrive soon after. Alles klar. Und dann kriegen wir Help in Hand Gauntlets. Okay. Dann nehmen wir jetzt erstmal direkt auch unser Großschwert. Ah ja, wir haben hier so Beginner-Dinger. Aber die sind schwächer. Ja, die sind schwächer. Auch wenn es irgendwie crushed drin, das sieht irgendwie crushed. Okay. Naja, gut. So, oh, hier ist der Ring of Fire. Track down the Ample complete. Okay. Oh Gott. Oh mein Gott. Ah, easy. Fertig hier, ja. Können wir auch mitten im Kampf. Oh, wir können mitten im Kampf switchen! Wie awesome ist das denn? Und wir haben den riesen Giganten hier besiegt, der war jetzt ein bisschen stärker. Gut, der war halt so ein kleiner Mini-Boss jetzt hier fürs Tutorial. Und wir haben ein paar Freunde dazu bekommen. Offenbar, die uns hier kurz geholfen haben. Oh. Alliance insisted that Guntara, fatally wounded, couldn't have run far. So they ordered knights to comb through the Rumen Valley. While searching the shadowy valley alone, I found Guntara bleeding on the ground. The moment I saw Guntara lying there, I knew I wouldn't have another chance and attempted to deliver a fatal blow. Suddenly, someone attacked me from behind. Unprepared, I fell onto the ground. The mysterious attacker walked slowly away with Guntara, as if he was taunting me. I was so upset that I was responsible for Guntara's escape. I left to find Guntara after telling Armu that I would take responsibility and complete the mission. However, I couldn't find any traces of Guntara. It was as though he had evaporated. I searched for a long time without any results. I then returned to the Baratan Fortress after receiving a telegram that something urgent had happened to Armu. Okay. Gut, hat er eine kleine Story jetzt und jetzt sind wir Baratan Fortress. Also wir sind jetzt hier die Baratan Festung. Offenbar so unser erstes kleines Dorf oder hier unsere Anfangsstadt im Prinzip. Da ist ja auch direkt jemand, der will uns eine Quest andrehen. Was denn los, alter Mann, hä? Erstmal complete, genau, stimmt. Erstmal die Quest completen, dann kriegen wir nämlich hier so ein bisschen Dinger. What's up? Und dann noch eine Quest für uns. Hey, you. Was denn, ja? Are you going to run away again if you fail your mission? Don't bother with that kind of mindset. You're just going to fail. Okay. First go to the Crystal Granation and save your potion. Oh Gott. Ja, komm hier. Was kriegt man denn da? Beast Egg. An egg that can hatch into a bee. Oh, interessant. Wo da tust? Nee, wir sind hier. From now on, you'll be returning to this point. Ah, wenn man stirbt, dann kommt man hier wahrscheinlich zurück. Return Skill Button. Ah ja, okay. Ach so. Auch zum hier Dingen sind. Alles klar. Da oben war da eine Typ wegen dem Beast Thema. Oh, wir kriegen. Oh, das ist ja cool. This pet will become your friend. Dieses Tier wird mein Freund. Ich bin schon gespannt, was da drin ist.
But first you need to know how to use a pet egg. Okay. Man, you image that I give you. Use the baby Gree wolf egg, which will then hatch and enter the pet information tab. I think it better if you just did it once. Und, okay, die gibt uns dann ein Schwert für die nächste Quest. Das machen wir natürlich auch direkt. Open the inventory and hatch a pet. Alles klar. Right click to the edge, hatch it. Okay. One random pet. Achso, wir kriegen ein random pet. Und es ist Bad Tamed Beast. Was ist denn das? Pro XP. Hit rate. Movement speed increase. Oh, hit. Okay. Schon ganz kurz. In the pet information window you can summon, grow and combine pets. Hotkey. Okay. Fuck, was heißt jetzt Hotkey? I? Nee. Fuck! Was war das Hotkey? Ich hab's jetzt nicht mehr. Ich hab's jetzt vercheckt. Fuck. Ich hab's vercheckt. Ich hab's vercheckt. Ich hab's vercheckt. This pet will become your friend. This pet will become your friend. Kann man ein paar Sachen kaufen. Aber für Silber. Okay. Für Ingame Gold. Petten. Ach, L. Was, L? Ja. Okay, und wir sammeln jetzt unseren Hund hier, unseren Wolf. Ich weiß nicht, was das ist. So, F5. Wir können F5 benutzen. Was passiert denn? Oh, lol, und wir können auf ihn reiten. Oh, wie cool ist das denn, dass man so früh so ein Reittier einfach bekommt. Ist ja cool. Und wir können dann wieder runter. Alles klar. Aber wir müssen jetzt hier noch so schnell die Gloves hier. Cool. Das ist ja richtig cool. Upsala. Ich habe schon gerade aus dem Fenster rausgeklickt. So, wir reden jetzt mal kurz mit ihr und wir kriegen unsere neue Quest, nächste Questbelohnung. Alles klar. So, die nächste Quest wäre da oben irgendwo. Was haben wir eigentlich noch hier alles? Hier ist ein Brunnen. Nee. Ich weiß nicht, was ist das? Na gut, egal. Was ist das? Das gibt uns irgendwie... Was ist das? Do you want to recover your characters HP und MP? Müssen wir nicht machen, wir sind eigentlich voll. Da ist das Pet-Dingens, da ist ein Briefkasten. Ich schätze mal, da hier kann man so zwischeneinander Sachen schicken. Storage Box. Okay. Was haben wir noch? Hier ist Trading Agency. Hier kann man Sachen traden. Okay, Moment, Leute, ich muss mal kurz mein OBS. Ah ja, okay. Muss nur kurz gucken, wie weit wir jetzt denn schon sind. Hier kann man Sachen traden, offenbar. Das kostet natürlich bestimmt was. Aber das... Oh, es gibt noch nichts, oder was? Aber mit Ingame-Geld sehe ich jedenfalls noch nichts. Gut, wir sind erst... Oh, wir sind auch erst in der Beta. Ja, aber es wird wahrscheinlich trotzdem irgendwas mit Ingame-Geld kommen. Weil halt einfach... Es ist einfach normal hier, ne? And Tom Earrings, bla bla bla. Was bist du denn für einer? Ah, du verkaufst ein paar Sachen. Okay, wir können erstmal... Das ja verkaufen, die brauchen wir bestimmt nicht mehr. Kriegen wir wenigstens noch ein bisschen Gold dafür. So, ja. Warte, was denn noch verkauft? Du kannst Bartons Fotos, ne? Mit den Returns, ah, okay, das ist ein Scroll, um wieder zurückzukommen. Hier Lebenspotions. Use the check in item and items ability. Okay. Server Chat Color Change. Okay, okay. Scheint mir aber nicht so wichtig zu sein. Was ist denn das? Battlefield. Okay. Und das ist Quest. Ah, Daily Quest oder so. Na gut, okay. Aber können wir gerade nichts machen. Na gut, was ist denn. Oh, da unten ist noch ein. Was sind das? Das ist so ein Edelstein. Was verkaufst denn du? Want to be stronger, try this crystal. Open Socket. Ah, man kann so ein bisschen. Ach, man kann sockeln oder was? Waffen. Register the item that contains the socket you want to use. Okay. Okay, so ein bisschen sockeln. Alles klar. Ja, gut zu wissen. Man kann ja auch ein paar Sachen sockeln. Okay. Sockeln ist so zum Beispiel, um Waffen bestimmte Sachen reinzugeben. Von wegen wie, ich weiß nicht, jetzt irgendwie eine Waffe mehr stärker zu machen oder irgendwie sowas. Oder je nachdem, was es hier so gibt. So, wir können jetzt auf jeden Fall da nach oben gehen. Was gibt es denn hier oben? Da oben rechts ist auch noch irgendwas. Können wir mal kurz angucken.
Was bist du, hä? You need something? Ein Trader, aber die hat nichts. Okay. Das sind die Vorzüge einer Beta. Die alle Leute haben noch nichts. Das ist natürlich scheiße. Ich gehöre zu einem der Leute, die noch den ganzen Scheiß sammeln muss. Hier. Nice to meet you. So, ist das ein Kerl? Oh lol. Okay. Bla bla bla, Amu, wir müssen da irgendwas machen, es lohnt, keine Ahnung. Also wir kriegen ja sowieso angezeigt, wo wir lang müssen, ne? Okay, ist ein bisschen scheiße, ich habe auch keinen Bock, den ganzen Text immer zu lesen. Ach, click the button or press M, okay. Da oben, wir sind hier. Gut, dann müssen wir ein bisschen laufen, da oben sind noch ganz, ganz viele Sachen. Oh, was war denn das? Da. Oh, wir sind hier. Da gibt es eine Menge Wälder, die wir noch durchqueren können. Und da sind noch die ganzen anderen Levelländer. Also klar, bis 40 geht's wohl aktuell. Aber gut. Oh, lol. Na gut, es gibt noch ein paar andere Kontinente. Aber ich denke mal, dass die noch nicht in der Beta mit drin sind. Kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht so ist. Ich denke mal kurz, was es hier oben denn noch so gibt. Was bist denn du für einer? Ein Alchemist? Ah, können wir erst ab Level 5? Okay. Was bist du? Auch wieder so eine Verkäuferin einfach bloß. Du bist wie ein Briefkasten. Da oben gibt es noch ein paar. Ah, hier sind so Weapon Crafting. Ah ja. Aber dafür brauchen wir Level 5. Ich denke mal, wir brauchen für alles Level 5. What's up? Ja, Production Skill include Armor can be learned starting from. Ah ja, okay, wir müssen also erst Level 5 sammeln, damit wir sowas lernen können. Aber es gibt Blacksmith, Armor Crafting, hier Weapon Crafting, das ist doch schon mal schön. Finde ich cool. Wir können uns dann nochmal angucken, wenn wir da Level 5 sind. Wir sind derzeit. Wo steht denn das? Haben wir hier. Ah da. Oh, nice gemacht. HP, wir sind Level 2. HP sind noch ein paar. Paar Zeugs, die wir hier so sehen. Das ist aber cool gemacht. Also das hier auf P kann man halt eben sehen, was bei einem so abgeht. Und ja. Ich würde sagen, Leute, das war's mit der Folge. Ja, ich möchte eigentlich nur so kurze Parts machen, jetzt hier so 12, 13 Minuten. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und ja, demnächst kommt dann wieder ein neues Video. Morgen wahrscheinlich. Und wir sehen uns bis dahin. Haut rein. Euer Sora. Ciao!